Guten Tag! Neues Video aus der Reihe Intimrasur mit Geronimo. Heute werden wir uns einem ganz besonderen Patienten widmen, nämlich einem völlig zerstörten 172er Quattrini. Und zwar ist der so kaputt, dass sich wirklich gar nichts mehr bewegt. Weder Hinterrad noch Lüfterrad, wahrscheinlich dann auch entsprechend alles, was dahinter ist. Also Getriebe, Kurbelwelle. Irgendwo steckt da richtig was fest. Jetzt kann das lustig werden, kann aber auch weniger lustig werden. Ich glaube, dass das weniger lustig wird und ich glaube, dass das teuer wird. Also meine Vermutung ist, dass wir hier irgendwas im Bereich wanderndes Hauptlager hatten von der Kurbelwelle oder sogar ein Defekt im unteren Pleuellager. Ob sich das bestätigt, werden wir sehen, aber das ist so meine Vermutung. Wir bauen das jetzt mal auseinander und ihr seid mal dabei. Viel Spaß. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. What's your type? Somehow I wanna know all about you. Deep connection, lights a spark. Ein bisschen zur Geschichte. Geschichte. Ja, wir Rheinländer können das Wort Geschichte nicht so richtig aussprechen. Wir haben Geschichte. Gut, also etwas zur Geschichte von dat Moped hier. Der Christian ist ein Bekannter von mir und der Christian, mit dem war ich ein bisschen in Kontakt, der hatte sich ein sehr, sehr schönes Moped vom Wolle bauen lassen und ihm fehlte noch ein PK-Dämpfer für vorne. Den hatte ich noch da und dann hat er gesagt, hör mal, kannst du mir den nicht geben? Ich sag, komm, nimm den mit und ich besorge mir mal, wenn ich einen brauche, wieder einen. Gut, also so war das letzte Aufeinandertreffen zwischen Christian und mir. Und Christian rief mich dann irgendwann an und sagte, hör mal du, ich habe ein großes Problem, ein Freund von mir und so, wir haben eine Tour gemacht und dann ist der Kumpel stehen geblieben. Ich sag, ach so, ja. Ja, und jetzt so stehen geblieben, dass er wirklich stehen geblieben ist. Und dann meint er so, hast ja nicht mal Zeit, hast nicht mal Lust, kannst du mal nachgucken. Und dann habe ich gesagt, das ist überhaupt eine geile Idee, weil dann kann ich vielleicht wieder ein bisschen was verwursten für die Community da draußen. Und wir können mal ein bisschen gucken, ein bisschen Spurensuche machen, ein bisschen was nachforschen, was so schiefgegangen sein könnte. Und okay, ich helfe ihm dann auch wieder, den Motor hinzukriegen und wieder hinzubauen. Ja, das wird lustig. Ich weiß es nur noch nicht, ob ich mich freuen soll. Also, naja, wir bauen ihn mal auseinander und dann gucken wir uns das mal an. Aber jetzt zeige ich euch aber erst. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, was das Problem ist. So, man beachte, ich hoffe, man kann mich gut hören, man beachte. Also jetzt ist ein Gang drin. Es geht wirklich gar nichts in irgendeine Richtung. Also, aber das deutet schon mal darauf hin hier, dass das Getriebe frei ist. Weil wenn sich das Rad so ein bisschen bewegen lässt, dann ist die Hauptwelle frei. Und die Primär könnte auch noch ein bisschen frei sein. Man hört am Umkehrspiel der Gangräder. Schauen wir mal. Also
Ich weiß nicht, ob die primär schon hängt, aber hier ist fest. Was auch fest ist, hier, also im Lüfterrad, normalerweise, wenn ein Zylinder gefressen hat, ja, wenn ein Zylinder gefressen hat, dann kann man den Kolben immer wieder in die umgekehrte Richtung bewegen. Immer. Das geht immer zum Lösen. Wenn er gefressen hat. Wenn er nicht gefressen hat, ist das eine andere Sache. Hier geht das Lüfterrad weder in die eine noch in die andere Richtung. Tja, dann würde ich sagen, da das Hinterrad tendenziell scheint frei zu sein, wird das Problem im Bereich Kurbelwelle liegen. Dann bauen wir mal den ganzen Motor aus und gucken uns den mal an. So, und ihr wisst ja, dass ich ein großer Fan davon bin, wenn man solche Motoren hat, die so massiv beschädigt sind, dass man das sehr, sehr langsam und sehr sorgfältig macht, wenn man sie zerlegt. Denn beim Auseinanderbauen kann man schon sehr, sehr viel Erfahrung darüber sammeln, was im Motor passiert sein könnte. Und das geht zum Beispiel damit los, dass man das Öl ablässt. Und das werden wir jetzt mal ablassen. So, was ist bei der Nummer wichtig? Herauszufinden, ob vielleicht Sprit im Öl ist oder. So, Achtung. Hallo? Getriebeöl? Hallo? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Okay. Also übers Getriebeöl brauchen wir uns mal keine Sorgen mehr machen. Da brauchen wir nichts mehr ablassen, weil das ist schon weg. Ja. Dann haben wir Öl gespart. Also zumindest mal im Motor. Ja. Wo kann denn das Öl hin sein? Ist das da noch drin? Gucken wir mal. Ja, auch aus der Schaltraste. Also. Warte mal. Ja, so. Trocken. Also, wenn ich sage trocken, dann meine ich trocken. Okay, dann gucken wir mal an, wie es weitergeht. Ist ja spannend. So, der Motor ist draußen, wie ihr seht. Und was als allererstes auffällt, die verschlissenen Silent-Gummis. Weil eigentlich sollte der Patient hier sich in der Mitte befinden. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen. Aber ihr seht, dass sich der Patient hier oben Richtung 1 Uhr aufgemacht hat. Und nicht mehr mittig steht. Das heißt, das Gummi da drum ist verschlissen, verbraucht. Das werden wir mal austauschen müssen. So, da steht der Onkel und jetzt werden wir ihn mal auf den Ständer packen und dann mal gucken, was so los ist. So, es hat sich sogar Öl angefunden. Ja, ich sag mal, ein halber Teelöffel. Der ist jetzt aus dem Motor rausgefallen innerhalb von 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie, keine Ahnung. So, könnt ihr mich hören? Ja, ne? Der Patient ist draußen und jetzt werden wir den mal Stück für Stück und ganz, ganz vorsichtig zerlegen, um herauszufinden, wo unser scheiß Problem ist, denn das scheint augenscheinlich etwas Größeres zu sein. Gut, wir gucken mal und dann werden wir mal recherchieren. Freunde, ich habe gute Nachrichten. Wir haben Bewegung im Motor. Warum haben wir Bewegung im Motor? Keine Ahnung. Der E-Starter ist jetzt mal zurückgelaufen. Also sprich, den habe ich ausgebaut. Und wie wir sehen, wir haben wieder Bewegung im Motor. So, aber... Oh wei. Also vom Gefühl her würde ich sagen, wir haben
Wer öfter schon mal was mit Kugellagern zu tun gehabt hat, die verschlissen sind, die Kugellager haben gerne Rastpunkte. Das heißt, dass der innere Kranz auf den Kugeln läuft und die Kugeln dann im äußeren Kranz entsprechend Markierungen hinterlassen, wenn sie verschlissen sind oder wenn sie nicht mehr sauber geführt sind oder abgenutzt sind oder was auch immer. Aber, eieiei. Also, vielleicht könnt ihr das tatsächlich sogar sehen. Seht ihr das? So, das hinterlässt so richtige Rattermarken. Also, am Anfang hatte ich ja den Verdacht, dass es was mit der Kurbelwelle zu tun hat. Und vielleicht mit einem Hauptwellenlager der Kurbelwelle, was sich nicht mehr entweder im Sitz halten konnte oder kaputt ist. Der Verdacht scheint sich jetzt erstmal zu erhärten. So, das heißt, ich kann den Motor von Hand drehen. Der Kolben läuft auch rauf und runter. Das hört man. Was bedeutet? Kompression wäre möglich. Aber das fühlt sich überhaupt gar nicht gesund an. Also gehen wir mal weiter auf die Suche. Jetzt bauen wir erstmal das Lüfterrad ab. So, Lüfterrad haben wir auch abgebaut. Das sieht soweit gut aus. Das Lüfterrad hat also keine signifikanten Spuren innen. Ja, also hier im inneren Kranz. Keine Schleife oder Rattermarken oder sonst irgendwas. Also das sieht schon mal gut aus. Jetzt schauen wir uns auch noch mal den Kranz hier an. Das sieht auch alles gut aus. Ja, auch da haben wir keine Beschädigung. Deutet darauf hin, dass die Kurbelwelle zumindest mal rund gelaufen ist. Okay. Weiter. Muss mal ein bisschen tiefer kommen. So, was man auch sehen kann, ist, dass hier augenscheinlich die Welle von einer 200er verbaut worden ist. Das sehe ich jetzt schon, ohne dass ich weiter nachgeguckt habe. Warum? Weil hier eine sehr, sehr dicke Spacerplatte verbaut ist, die also mindestens mal 5 mm zu sein hat, um die Pleueldifferenz vom Original PX125er Maß zum 200er Maß auszugleichen. Die Pleuelmaße von der 125er sind 105 und das von der 200er ist 110. Und da du ein längeres Pleuel hast, musst du den Pleuel Gewinn an 5 mm natürlich auch ausgleichen. Das ist hier geschehen. Und ich sehe, dass ich eine relativ dicke, naja, was heißt dicke? Ich würde mal sagen, so 1 mm, 1,5 mm Kopfdichtung habe. Das heißt, das Pleuel wurde unten ausgeglichen und der Hub augenscheinlich am Kopf. Was auch wieder Sinn macht fürs Konzept, weil da eine Box gefahren wurde. Und wenn ich Box fahre, dann dürfen die Steuerzeiten oder sollten die Steuerzeiten nicht zu hoch sein. Und der Quattrini hat genug Potenzial, auch bei niedrigen Steuerzeiten entsprechend Leistung zu liefern. So, ja, gucken wir weiter. So, wir bauen den Zylinder ab und gucken mal an, was uns da erwartet. Also. Was ich sehen kann, ist, dass wir schon mal längere Stehbolzen verbaut haben, nämlich die Polini-Stehbolzen. Die Polini-Stehbolzen sind um ein paar Millimeter länger, um genau dieses Problem mit der längeren Kurbelwelle an den Stehbolzen auszugleichen, weil sonst habt ihr keinen Platz mehr an den Stehbolzen, um den Zylinderkopf festzumachen, weil dann reicht das Gewinde der Stehbolzen nicht mehr aus. Also wer eine 200er Welle im 125er Block verbauen will, der sollte bitte tatsächlich darauf achten, längere Stehbolzen zu nehmen. So. Und Polini hat ein ganz typisches Mutterndesign. Erkennt man sofort. So. Aha. Dirko, viel hilft viel. Was ich aber sehe, ist das Kerzenbild. Das sieht recht gut aus. Das ist eine schöne rehbraune Kerze. Augenscheinlich war das Setting ganz gut. Was man auch sieht, ist, dass die Verbrennung aber nicht vollständig erfolgt ist.
Ich habe Rußablagerung und Kohleablagerung im Zylinderkopf, was tendenziell darauf hindeuten könnte, dass ich vielleicht auch einen Getriebeölsauger habe. Aber ansonsten vielleicht einfach auch nur eine nicht rückstandsfreie Verbrennung des Gemisch. So. Der Spacer ist tatsächlich nur einen halben Millimeter stark. Ja, okay. So what? So, jetzt kommt der Moment, wo der Elefant sein Wasser lässt. Jetzt ziehen wir nämlich mal den Zylinder ab und gucken mal, wie der Kolben aussieht.